Jeder von uns erlebt hautnah, wie technische Innovationen unseren Alltag prägen und uns ständig vor neue Herausforderungen stellen. Digitale Technologien sind dabei nicht mehr wegzudenken. Du brauchst sie für die Elektromobilität, die künstliche Intelligenz oder die Energiewende. Besonders spannende Projekte waren das Testen von Brennstoffzellen sowie das Arbeiten mit Drohnen und Industrierobotern. Ich schätze das Studium an der Hochschule sehr, weil es sehr praxisorientiert ist. Wir lernen nicht nur die Theorie, sondern wie man diese auch praktisch anwendet. Besonders gut hat mir auch das Think-Projekt gefallen. Bei denen stehen wir vor konkreten Problemen aus der Realität und entwickeln gemeinsam dafür Lösungsansätze. Im Labor für Prozessleittechnik arbeiten wir beispielsweise an automatisierten Steuerungsverfahren und überwachen diese in einer Prozessleitwarte. Bei Fragen oder Problemen stehen uns immer die Dozentinnen oder Dozenten zur Seite. Wenn ihr euch für Robotik und Digitalisierung interessiert, ist Smart Automation der perfekte Studiengang für euch. Auch wenn ihr euch nicht als Mathe-Genies seht oder noch nicht viel Erfahrung mit Programmierung habt, keine Angst. Wir werden euch von Anfang an unterstützen und helfen, damit ihr das packt. Wir möchten, dass ihr eure Ziele erreicht. Kleine Lerngruppen und das Arbeiten an echten Anlagen helfen hierbei sehr. Ihr sorgt dafür, dass Dinge sich bewegen, Produkte nachhaltig, zukünftig auch klimaneutral hergestellt werden, aber auch der Mensch nicht vergessen wird. Software oder Technik, Konstruktion oder Programmierung? Nein, gerade bei den Zukunftsthemen braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Daher sind Methoden der softwaregestützten Produktion und Fertigung Kernelemente des Studiengangs Smart Automation. Sowohl bei den produzierenden Unternehmen aus der Region, aber auch bei großen Industriepartnern werden diese Ausbildungsinhalte dringend gesucht. Mit dem Abschluss Bachelor of Engineering in meiner Tasche bekam ich gleich mehrere Jobangebote. Ich entschied mich für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, weil ich hier bereits mein Praktikumssemester und meine Bachelorarbeit absolvieren konnte. Derzeit arbeiten wir in einer weltweit einzigartigen Forschungsanlage für Turbomaschinen, dem sogenannten Ringgitterprüfstand Göttingen. Dabei untersuchen wir aeroelastische Phänomene und entwickeln so sichere Technologien, um die Emissionen von Flugzeugen und Kraftwerken zu reduzieren. Die Hochschule Harz hat mich sehr gut auf diese Aufgaben vorbereitet, denn die Studieninhalte sind auf aktuelle und zukünftige Geschäftsfelder ausgerichtet. Ich finde es unglaublich spannend, wie Technologie unsere Welt verändert und verbessert. Und das Studium an der Hochschule Harz hilft mir, technische Systeme zu entwickeln, die sowohl soziale, wirtschaftliche und ökologische Faktoren berücksichtigen.